Hallo bei Go Bitcoin. In diesem Video erkläre ich die Einstellungen der Bitcoin-Software für die, die es ein bisschen genauer wissen wollen. Dazu verschwinde ich erstmal wieder. So. Ja, die Einstellungen hier oben im Menü. Da steht zuerst Brieftasche verschlüsseln. Das ist bei mir ausgegraut. Das habe ich nämlich schon gemacht. Wenn man das Programm neu installiert, dann kann man das hier noch auswählen. Dort gibt man dann eine Passphrase ein. Eine Passphrase ist das gleiche wie ein Passwort, nur ein bisschen länger. Es können auch mehrere Worte sein. Also je länger diese Passphrase ist, desto sicherer ist das Ganze. Das empfiehlt sich, um, wie schon erwähnt, die Wallet-Datei, also die Brieftaschendatei, zu verschlüsseln, damit niemand anders darauf zugreifen kann. Ja, wenn ich das schon gemacht habe, dann kann ich die hier in der nächsten Option ändern, die Passphrase ändern. Da erscheint dann dieses Fenster, ja, einfach die alte Passphrase eingeben und zweimal die neue, dann ist es geändert. Kommen wir zu den eigentlichen Einstellungen. Das ist ein eigenes Fenster hier. Hier gibt es zwei Kategorien. Ich fange mal mit Anzeige an, das ist nämlich schneller erklärt. Da steht hier Einheit der Beträge. Wird momentan in Bitcoin angezeigt, in BTC. Ich kann aber auch auswählen, dass eine der kleineren Einheiten angezeigt werden sollte. Wenn ich das auswähle und ich sage Apply, dann kann man hier drüben sehen, dass hier jetzt von 1000 Millibitcoin die Rede ist, die ich hier vorher in dem Testvideo versendet habe. Ja, das momentan empfiehlt sich das natürlich eher mit Bitcoins umzugehen. Die kleineren Einheiten als Standard zu verwenden wäre dann nötig, wenn Bitcoin sehr, sehr viel wert werden würde. Lassen wir das einfach so, wie es ist. Die nächste, drücken wir Apply, jetzt sind wieder, jetzt sehe ich wieder hier einen Bitcoin. So, nächste Option, Adressen in der Transaktionsliste anzeigen. Das sind diese Bitcoin-Adressen, davon ist hier die Rede. Ob die angezeigt werden sollen, ja oder nein. Wenn ich die abwähle und Apply drücke, dann verschwinden die hier und es bleiben nur meine Notizen übrig. Hier in den Transaktionen, das kann ich jetzt nicht auswählen, muss ich hier nochmal rausgehen, sehe ich dann eben auch nur meine Notizen da, wo ich sie eingetragen habe. Da, wo ich sie nicht eingetragen habe, da erscheinen natürlich weiterhin diese Adressen. Ja, das hat einfach, man könnte sagen, es ist ein bisschen aufgeräumter, wenn ich diese Adressen nicht sehe. Ich lasse das standardmäßig aber an. So, genau, dann sieht es so aus. Ich denke, das ist ganz interessant, das zu sehen, wie diese Adressen aussehen, auch um nachzuschauen, dass das unterschiedliche sind. Und ja, es hat einfach so ein bisschen was, dieses Bitcoin-Gefühl, sage ich da. So, also bei mir lasse ich das standardmäßig an. Dann in der Hauptkategorie. Diese erste Option hier, Bitcoin beim Systemstart ausführen, ist wohl ziemlich einfach zu verstehen. Wenn Windows gestartet wird, soll gleichzeitig auch Bitcoin starten, ja, nein. Ich habe das bei mir ausgeschaltet, ich kontrolliere das lieber selbst. Zweite Option, in den Infobereich statt in die Taskleiste minimieren. Das habe ich jetzt wohl rumgespielt. Normalerweise ist es bei mir immer angeschaltet. Das bedeutet einfach, wenn ich hier Bitcoin verkleinere, dann verschwindet es eben nicht hier unten neben den anderen Fenstern, sondern in diesen Infobereich. Das ist der Bereich hier rechts unten neben der Uhr in Windows. Dort wird dann nur ein ganz kleines Bitcoin-Symbol angezeigt und nimmt mehr keinen Platz weg beim Arbeiten. Ja, die dritte Option, Port-Weiterleitung via UPnP, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Hier geht es darum, dass Bitcoin sich ja zum Netzwerk verbindet und ob ich selbst auch dem Netzwerk ermögliche, Bitcoin-Verbindungen zu mir hier aufzubauen, also zu anderen Knoten. Die kurze Antwort ist, das ist hier standardmäßig aktiviert und das einfach so belassen. Die längere Antwort ist, UPnP steht für Universal Plug and Play. Das bedeutet, dass die Bitcoin-Software mit meinem Router sich austauscht, wenn der das kann, sagt, ja, ich möchte eine Portfreigabe, sodass ich Verbindungen von außen empfangen kann. Ja, wer das alles nicht versteht, lässt es wie gesagt einfach an. Wer das
gezielt ausschaltet, wird dann auch wissen müssen, wie er seinen Router richtig einstellt, sodass er Bitcoin-Verbindungen von außen akzeptieren kann. Nächste Option, beim Schließen minimieren. Da muss ich gestehen, das ist bei mir das Verhalten, ob ich das jetzt anhabe oder nicht. Es kann auch sein, dass ich diese Option irgendwie falsch verstehe, aber so wie ich es lese, ist, wenn ich hier oben auf X klicke, dann soll das Programm nicht verschwinden, sondern soll sich eben nur minimieren. Es kann ja ruhig die ganze Zeit laufen, denn es braucht fast keine Ressourcen, wenn es denn up to date ist, wenn ich alle Blöcke heruntergeladen habe. Und ich habe auch keinen Unterschied feststellen können, wenn ich das hier an- oder abwähle. Also bei mir ist das standardmäßig an. Diese Option hier über einen SOX4-Proxy verbinden, die ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären. Ganz kurz vorher noch Transaktionsgebühr bezahlen. Die erkläre ich jetzt erstmal schnell zuerst. Ich habe schon behauptet oder erklärt, dass Bitcoin ohne Gebühren funktioniert und jetzt lässt sich hier auf einmal eine Transaktionsgebühr bezahlen. Was hat es damit auf sich? Es stimmt, dass die Bitcoin-Transaktionen kostenlos sind im Netzwerk. Ich kann aber freiwillig, wenn ich das will, hier eine Gebühr mitgeben, sozusagen wie so ein kleines Porto dranhängen an eine Überweisung. Der Hintergedanke ist, in die Zukunft gedacht, sollte das Verkehrsaufkommen im Bitcoin-Netzwerk sehr hoch werden und müssen sehr, sehr viele Transaktionen in einen Block hineingerechnet werden. Oder vielleicht passen auch die angefallenen Transaktionen gar nicht alle in einen Block, dann wird der Rechner, der diesen Block durchrechnet, entscheiden müssen, welche Transaktionen er aufnimmt. Ja, und der wird wahrscheinlich so eingestellt sein, dass er vorzugsweise Transaktionen aufnimmt, wo er selbst Geld verdienen kann, nämlich solche, die mit Gebühren behaftet sind. Ich kann auch weiterhin. Es ist denkbar, dass weiterhin auch kostenlose, also in alle Zukunft kostenlose Transaktionen möglich sind. Allerdings muss man damit rechnen, dass es dann länger dauert, bis diese Transaktionen aus dem Netzwerk bestätigt werden. Ja, die Transaktionen kommen sichtbar bei dem Empfänger nach wie vor sofort an, aber diese Bestätigungen, darum geht es eigentlich, diese Bestätigungen aus dem Netzwerk können dann länger dauern, sollte es, wie gesagt, zu einem hohen Verkehrsaufkommen kommen im Bitcoin-Netzwerk. Davon sind wir momentan noch weit entfernt. Also das Netzwerk kann noch mit sehr, sehr viel mehr Menschen und sehr, sehr viel mehr Aktivität leicht umgehen. Ja, das waren die Gebühren und jetzt kommen wir zur letzten Option mit dem SOX4-Proxy. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich möchte es auch nicht ganz haarklein erklären. Ein SOX4-Proxy leitet den Netzwerkverkehr von speziellen Anwendungen weiter, wird zum Beispiel in Unternehmensnetzwerken verwendet, um zu kontrollieren, welche Programme Zugriff haben dürfen auf das Netzwerk oder überhaupt um die Sicherheit besser zu kontrollieren. Hier hat's noch, also dazu könnte das verwendet werden, es hat aber auch noch einen anderen Hintergrund, nämlich das sind hier die Voreinstellungen, die von Haus aus schon beim Runterladen eingestellt sind. Hier steht Proxy IP 127.0.0.1. Diese Adresse ist meine eigene Adresse, beziehungsweise die ist für jeden Rechner sozusagen er selbst. Also das bezieht sich auf einen Proxy-Server, der auf diesem Rechner hier läuft. Und der Port 9050 ist ein spezieller Port, der von einer ganz speziellen Software verwendet wird, nämlich dem Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk ist, wer das genauer nachschauen will, seine Abkürzung steht für The Onion Router, also auf Deutsch der Zwiebelrouter. Und was es da geht, ist, den eigenen Netzwerkverkehr zu verschlüsseln und über ein weiteres Peer-to-Peer-Netzwerk zu anonymisieren. Ja, wer diese Software, ist auch eine freie Software, ebenso wie Bitcoin, kann sich jeder herunterladen, installieren und ist kostenlos und frei einsehbar. Dient eben, wie gesagt, zum Anonymisieren. Das hat
Da komme ich jetzt zu sprechen auf diesen einen Streitpunkt, der öfter auftritt, dass manche sagen, ja, Bitcoin wäre anonym und ganz privat zu benutzen und andere wiederum sagen, nein, ist es nicht, weil ich dort die IP-Adressen sehe, von denen Transaktionen ausgeführt werden. Ja, die Auflösung von dieser Begriffsverwirrung ist, Bitcoin ist dann hundertprozentig anonym, wenn ich das Tor-Netzwerk verwende. Dazu muss ich eben diese zusätzliche Software installiert haben und diese Option hier eingestellt haben. Ah ja, hier wurde es jetzt auch gerade angezeigt, wenn ich hier drüber schwebe, beispielsweise für eine Verbindung über Tor steht hier in Klammern. Dafür ist diese Option gut. Wer das nicht versteht oder wer das nicht braucht, der lässt es einfach abgeschaltet. So. Ja, bei weiteren Fragen können gerne unten bei mir in der Kommentarleiste geschrieben werden. Ich versuche die dann zu beantworten. Das waren jetzt die Einstellungen der Bitcoin-Software ein bisschen genauer erklärt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und viel Spaß mit Bitcoin. Tschüss!